dass Evolution früher stattgefunden hat und dass wir auf eine Entwicklungsgeschichte von 5 Milliarden Jahren zurückblicken, das ist offensichtlich. Wo kommen sonst die ganzen Fossilien her? Auch an heute lebenden Tieren kann man noch die Spuren der Evolution erkennen. Aber müssen diese ganzen Beispiele so verstaubt und langweilig sein? Gibt es nicht auch die Möglichkeit, die Mechanismen der Evolution heute zu sehen? Natürliche Selektion ist ein sehr langsamer Prozess, weil jeder Schritt des Prozesses eine Generation lang dauert. Eine Generation ist dabei jene Zeit, die ein Organismus von der Geburt weg braucht, bis er selbst wieder Nachkommen haben kann. Aber manchmal, speziell bei Organismen, die eine kurze Generationsdauer haben, kann man der Evolution auf die Finger schauen. Dann kann man die Mechanismen der Evolution sowohl in der Natur als auch in Experimenten live beobachten. Manche Bakterien haben eine Generationsdauer von nur 20 Minuten. Und es gibt fantastische Experimente, die zeigen, wie Bakterien durch natürliche Selektion innerhalb weniger Tage an neue Umweltbedingungen angepasst werden. Im Labor wurden dabei sage und schreibe 45.000 Generationen von Bakterien gezüchtet und dabei die Evolution beobachtet. Leider ist das Beobachten von Bakterien nicht für alle Menschen so spannend. Gehen wir lieber weiter zu den Wirbeltieren. Zauneidechsen kommen in ganz Europa vor. Sie gehören zu den Reptilien, genauso wie die Schlangen oder die Schildkröten. Besonders häufig kommen sie im Mittelmeerraum vor. Zum Beispiel in Kroatien. In Kroatien gibt es unzählige kleine Inseln. Im Jahr 1971 wurden zwei kleine Inseln von Zoologen untersucht und sie stellten fest, dass diese Mauereidechsen auf der einen Insel vorkommen, auf der anderen jedoch nicht. Zu Forschungszwecken wurde die zweite Insel mit 5 Paaren der Eidechse besiedelt. Im Jahr 2008, also nach 37 Jahren, wurden die Populationen der beiden Inseln wieder verglichen. DNA-Analysen zeigten, dass es sich tatsächlich um die Nachkommen der ausgesetzten Tiere handelte. Sie hatten sich jedoch in ihren Merkmalen stark verändert. Die Mauereidechsen, die sich im neuen Lebensraum angesiedelt hatten, hatten einen größeren Kopf, einen längeren Darm und sie ernährten sich vor allem von Pflanzen, währenddem die Mauereidechsen der Ursprungsinsel sich von Insekten ernährten. Also eine massive Veränderung des Körpers und der Lebensweise in nur 37 Jahren. Noch ein Beispiel. Guppies sind beliebte Aquarienfische. Die Männchen sind bunt gefärbt und sie wurden von Menschen in unterschiedlichsten Farben gezüchtet. Aber auch in der freien Natur sind die Männchen teilweise stark gefärbt. Aber die Intensität und die Form der Zeichnung unterscheidet sich von Bachlauf zu Bachlauf. Forschern ist es aber auch gelungen, die Evolution der Guppies im Aquarium nachzuvollziehen. Bei einem Experiment haben sie die Entwicklung der Guppies in zwei Becken beobachtet. In einem waren Raubfische, welche die Guppies jagen, in dem anderen Becken waren keine Raubfische. Weibliche Guppies bevorzugen bei der Partnerwahl stark gefärbte Männchen und üben so einen Selektionsdruck in Richtung Buntheit aus. Allerdings werden die bunten Männchen leichter Opfer von Fressfeinden. Diese üben also einen Selektionsdruck in Richtung Tarnfarbe aus. In nur 2 Jahren zeigten die Guppies eine Anpassung ihrer Farbe, je nachdem, ob in den Aquarien Raubfische vorhanden waren oder eben nicht. In der Natur zeigt sich das gleiche Bild. In Bachläufen, wo kaum Fressfeinde vorkommen, sind die Guppymännchen bunter gefärbt als in den Bachläufen mit vielen Raubfischen. Man kann Evolution nicht nur anhand von verstaubten Knochen oder am Seziertisch beweisen. Evolution findet ja überall und jederzeit statt. Zum Beispiel auf einer Mittelmeerinsel oder bei Fischen im Aquarium.